Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Benjamin, es geht weiter mit Let's Play GTA San Andreas, wollte ich jetzt schon sagen, Mafia 2. Ja, uns wurde gerade die Bude abgefackelt und wir müssen jetzt hier in Schlafklamotten zu Joe fahren oder zu wen? Ach, ich weiß schon wieder nicht, wie gerade ist. Ja, wir müssen jetzt zu Joe gehen. Ja, den Wegpunkt wollte ich jetzt natürlich nicht hier hinsetzen. So. Ich habe es immer noch nicht gelernt, dass die Karte auf Tab ist und nicht auf Escape. Das bin ich einfach noch so von GTA 5 gewohnt. Ich spiele einfach wieder zu viel GTA. Weiß nicht, auf der PC-Version hat das Spiel irgendwie mehr... ja, wie soll ich sagen? Diesen... Ja, ich weiß es, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, diesen Effekt, dass man das Spiel einfach immer wieder spielt. Selbst wenn man mit der Story eigentlich schon durch ist, und so ist es bei mir gerade mit GTA 5, aber das ist irgendwie nur mit der PC-Version so. Auf der Xbox war das irgendwie nicht so wirklich der Fall. Das hatte GTA 4 zum Beispiel nicht so ausgelöst, obwohl ich das Spiel eigentlich auch recht geil finde. Habe ich ja auch schon Let's Play, da werden auch noch ein paar GTAs kommen. Zwei schon mal fest geplant. Die werden vielleicht auch bald gestartet, je nachdem. Wir werden sehen, was die Zeit so bringt. So, hoffen wir mal, dass Joe da ist. Wir haben nicht mal Schuhe, wir haben nicht mal Socken an. Einfach nur Unterhose und Unterhemd. Ja, Joe, ich würde dann bei dir gerne duschen, beziehungsweise mal meine Füße waschen. Ich will ja gar nicht wissen, wie dreckig hier sich aussieht. Oh, Barbaro, komm auf. Joe, wie, du bist nicht zu Hause. Na los, ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Keine Panik, ich komme. Ich komme. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja, ja, sicher. Ich hol dir einen Drink. Mann, danke, Joe. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Joe, bist du jetzt zum anderen Ufer gewechselt oder wie sieht das aus? Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Also, du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Selbstverständlich. Ach, du fragst nie. Du musst dir was anziehen, ja, das ist mir schon klar. Hey, hier ist Joe. Ah, toll. Ein beknacktes Clowns-Kostüm. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht einen Freund umlegen. Haben seine Bude niedergebrannt. Ich will wissen, oh, wer die sind und die Küche ist ja auch rosa. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. So. Klassiker. Okay. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Oh, was geht jetzt ab, Joe? Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. So was Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Okay. Ich will die Tür aufmachen, Menno. Also das Hemd gefällt mir schon mal überhaupt nicht. Ja, Joe, sperr du wieder die Tür ab. Das kannst du ja ganz gut. Du bist der Türschließexperte. Türzusperrexperte. Ja, in die Karre steige ich bestimmt nicht ein. Wir fahren. Ist das dein Auto? Nee, das ist doch das Auto vom Henry, oder? Oder hast du dir jetzt auch so eine Karre gekauft? Oh, steig ein.
Okay, hast du in letzter Zeit was von den Iren gehört? Nein, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er heißt Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz einnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Was hat der Scheiß mit mir zu tun? Brian O'Neill. Er war Desmonds Cousin. Ah, hätte ich mir denken können. Ich wette, dass er gerade unten in dem Drecksloch ist und sich mit den Iren eins ins Fäustchen lacht. Fahren wir hin und kümmern uns um ihn. Das ist der Plan. Sind wohl nicht mehr viele von ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Rück dich ab, wir sind gleich da. Aber das war so ein extrem geiles Haus. Das hat sogar mir gefallen. Du brauchst eine Wumme. Hätte ich fast vergessen. Ja, wäre gut, wenn du eine hast. Wenn nicht, dann wirke ich sie halt mit bloßen Händen. Ist mir gleich. Hier muss irgendwo eine sein. Hier ist sie. Bitteschön. Danke. Achso, ich hätte gedacht, ich müsste jetzt noch zum Waffenladen gehen, aber ich habe ja auch kein Geld mehr. Stimmt, das ganze Geld ist auch auf einmal weg. Ich frage mich allerdings, warum hat Vito das nicht irgendwie auf die Bank gelegt oder auf irgendein Konto angezahlt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, egal. Müssen wir halt wieder ganz von vorne anfangen mit eigenem Auto, mit eigenen Klamotten. Was heißt hier jeden? Das war jetzt gerade der erste. Außerdem, Joe, ich will gar nicht wissen, wie du fährst. Du fährst bestimmt nicht besser. Ja, außerdem sieht es eh nicht so schlimm aus. Hätte wesentlich schlimmer sein können. Vielleicht gibt es ja bei Harry irgendwas umsonst. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Fragt mir hier mal an der Seite. Bereit, Vito? Dann krallen wir uns diese Ärsche. Zack. Hab ich doch gesagt. Er ist mir entkommen. Der Feigling ist weggelaufen. Aber ich finde ihn. Und dann werde ich ihn... Du warst doch der, der abgehauen ist, Arschloch. Oh, Mist. Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Gib mir Deckung. Ey. Das Schwein hat mich erwischt. Mist. Headshot. Du bist mausetot. Noch einer. Los jetzt. Zack, zack. Genau, Joe. Zack, Mann, zack. Mach doch mal was. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Alter, der hat eine MP40. Nehmen wir doch gleich mal mit. Drei Schuss nur noch. Wie viel hat denn der verballert davon? Los, zeig dich! Liegt hier noch was? Da liegt ein Playboy! Tada! Da liegt ein MP40. Ich will die aufheben. Ach, das ist eine Grease Gun. Er sah so ähnlich aus. Hey, taut der Sack auch noch ab. Sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, Loll. Du fährst. Der Wagen war gerade im Boden festgebackt. Warum sind denn jetzt die Bullen hinter mir her? Hier fahrt er so ein wahnsinniger Umweg. Roger. Warum wollen denn jetzt die Bullen hinter uns irgendwie her sein? Es ist Joe Hulin, der kommt schon. Ich werde ihn nicht zu überfahren. Hab ich gar nicht gesehen. Mann, mach doch mal schneller oder schieß ihn doch einfach mal einen Platten. Komm, hol ihn dir. Also Joe, das wird jetzt echt peinlich, was du hier machst. Hol ihn dir, mach doch! Okay, das war's. Arschlöcher. Tja, das wäre wohl geklärt, hä? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ah, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann. Fahren wir nach Haus. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. Solange kannst du sie benutzen. Tja, dann danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oyster Bay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut.
Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,0 wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Hey, ja. Wir sind hier doch nicht auf der Autorennbahn. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Genau, beherrsch dich, ich bin in Eile. Jetzt können wir uns hier nicht mal einen Anzug kaufen. Ja. Martis Wohnung, da sind wir auch schon mal dran vorbeigefahren. Ich gebe jetzt hier einfach mal ein bisschen Gas, da mir das Gefahre doch ein bisschen auf den Zeiger geht. Bist du farbenblind? Die war rot. Nee, ich bin nicht farbenblind, ich habe nur eine Rot-Grün-Schwäche. Ich habe ja gehört, eine Rot-Grün-Schwäche tritt eigentlich nur bei Männern auf. Okay, man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel. Tut mir leid wegen heute Nacht. Hey, ihr Säcke. Naja, immerhin haben wir einen Playboy gefunden. Das ist das Einzige, was jetzt der Vito noch besitzt. Ein Playboy. Ich hoffe, ich muss jetzt die Szene da mit dem Playboy nicht rausschneiden. Aber ich denke jetzt mal nicht. Hat jeder schon mal gesehen, ist ja auch nichts Neues. Oh, schön romantische Musik. Und das nach so einem Abend kann Vito jetzt nicht gebrauchen. Wir haben übrigens immer noch Joes Hemd an. Auch noch seine Hose und seine Schuhe. Ich glaube, so schnell kriegt er die nicht wieder zurück. Wenn er sie überhaupt zurückbekommt. Heißt, sind wir jetzt hier in Chinatown? Sieht ja fast so aus. Doch, das muss Chinatown sein. Naja, okay. Wo ist dein Oyster Bay? Liegt es dahinter? Ah ne, wir sind gleich da. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Habe ich kurz die Orientierung verloren, ist aber auch nicht so schlimm. Man kann sich hier eigentlich nicht verfahren. Vor allen Dingen, weil auch immer das Navi, beziehungsweise dieses GPS, angeschaltet ist. Beziehungsweise eingeschaltet ist. Ne, da war gar nicht Martis Apartment. Hä, wo war das denn? Okay, ich habe gedacht, das wäre hier vorne an der Straße. Ach nee, hier war's. Okay. Ah ja, genau, hier war's. Hier oben. Was für eine Bruchbude. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Das ist wirklich eine ganz schöne Bruchbude. Aber immerhin dieses kleine Schiffchen in der Badewanne. Naja, also zum Wohnen reicht's, aber es ist halt nicht wirklich toll. Fenster ein bisschen auf, Fenster ein bisschen zu. Hallo, ich will doch was aus diesem Kühlschrank nehmen. Da sind ja nur Colaflaschen drin. Wahnsinn. Naja, reicht auch. Scheiße, ist das gruselig. Vito, stell dich nicht so an. Ist besser als nirgends zu Hause. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Ich habe auch noch jetzt noch ein neues Telefon. Hey Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Ich
Ach, jetzt haben wir wieder unsere Lederjacke mit Hemd. Alles klar. Hier die Karre haben wir auch noch. Das war kein schönes Auto, aber... Ach was, stellt euch nicht so an. So schlimm war es doch gar nicht. Wieso gibt es denn hier so viele Dreitürer? So viele Dreitürer und so wenig Fünftürer. Naja, gut, jetzt fahren wir erstmal zu Henry. Der ist jetzt auch bei uns an Bord, wie ihr gerade mitbekommen habt. Also arbeiten wir wieder zusammen. Beziehungsweise wir arbeiten eigentlich das erste Mal direkt mit Henry zusammen. Weil die anderen Male, als wir mit Henry Kontakt hatten, mussten wir immer Aufgaben für ihn erledigen. Das war zum Beispiel diese Benzinmarkengeschichte, wofür Vito dann auch in den Knast gewandert ist. Aber gut. Wir dürfen jetzt hier in diesem wunderschönen Park erstmal eine Runde abhängen. Hier, so ein Auto hatte ich früher und jetzt guckt mich an, ich kann ja nicht mal das Auto reparieren. Ich habe nicht mal dafür genug Geld. Ah, das sind die beiden ja schon. Einfach mal mitten auf der Straße parken, kann man schon mal machen. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey Vito, setz dich. Ich habe mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2.500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7.500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind Scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich hab Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Okay, jetzt brauchen wir erstmal einen Viertürer. Muss ich erstmal gucken, wo ich den jetzt auf die Schnelle herbekommen soll. Das funktioniert schon mal nicht. Steht hier unten vielleicht irgendwo einer? Na doch, da steht schon mal einer. Aber ich muss jetzt die Folge auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.